Herr Kommandant, ich grüße Sie und bringe Herrn Hogan mit. Und wo kneift das Höschen? Überall, es ist einfach zu eng geschnitten. Sie können abzischen, Schulz. Zu Befehl. Halt! Wenn ich mich recht entsinne, sind Sie der Gefangene und die Befehle erteile ich hier, nicht wahr? Na, wenn Sie wollen, ist Ihr Lager. Schulz, Sie können dann wegtreten, das wäre alles. Ich gehe dann essen, Herr Kommandant. Ja. Schulz? Mahlzeit. Mahlzeit. Also, was haben Sie? Ich möchte eher sagen, dass Sie was haben. Na gut, dann einigen wir uns darauf, dass wir beide was haben. Ist das fair? Sie haben einen Humor wie geschälte Zwiebeln. Es treibt einem die Tränen in die Ohren und das hab ich nie allzu gerne, weil dann meine Scherbe beschlägt und ich nichts mehr sehen kann, nicht wahr? Also, gestern wollte ich zum Abendbrot Grießpudding haben und was kriege ich? Saubohnen. Wirklich? Ihre Männer haben mein Küchenpersonal dazu überredet. Saubohnen mögen ja gut schmecken, aber ich mag sie nicht und dafür habe ich meinen Grund. Verstanden. Das haben die bestimmt gemacht, um Ihnen einen Gefallen zu tun, denn Bohnen mit Speck schmecken doch viel besser als Grießpudding und sind gehaltvoller. So was kommt mir nie wieder auf den Tisch. Saubohnen untergraben meine Autorität. Na, wieso denn das? Beim Appell heute früh haben Sie sich natürlich gemeldet. Ja, die Saubohnen? Das war wie ein Scharfschuss. Und Sie glauben, das haben die Leute gehört? Nee, noch schlimmer gerochen. Wie schieben Sie den Geruch auf das neue Lederfett für die Schuhe? Stinkt das so? Als Schulz Ihre Stiefel geputzt hat, dachte er, Sie wären in die Latrine gefallen. Das ist eine wunderbare Idee. Hm. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Männer haben ihr Leib gerecht und Sie können beruhigt weiter verratzen. Verratzen? Ja, ein Spezialausdruck für sowas. Sowas gibt's ja. Also bei uns nennt man das einfach ganz schlicht Furzen. Aber Sie müssen gestehen, ein sehr unangenehmes Geräusch ist es schon. Kommt ganz drauf an, wie man die Tonlage trainiert. Das ist auch richtig. Ach, übrigens, was ich Ihnen noch sagen Heute wollte... Heute kommt ein neuer Gefangener, Corporal Walter Tillman, Dienstnummer 36334222. Wegen besagter Geräusche haben Sie zu laut telefoniert. Eine Unverschämtheit ist das. Was ist denn nun mit dem Boden? Wegen des, Sie wissen schon. Was? Naja, meinetwegen. Dann lass mal Appell weg.